So, hallo und herzlich willkommen. Heute wieder ein Video zu Counter-Strike, und zwar wurde ein riesen Update released. Das wurde ja auch veröffentlicht. Trilox hat ein Video gemacht auf von dem Instagram-Posts, und ist jetzt tatsächlich von Donnerstag auf Freitag gekommen. Danger Zone heißt das Ganze. Ja, was heißt, es ist vielversprechend. Es ist ein riesen Update mit vielen Erneuerungen und Änderungen, die sich vielleicht auf hier und da auswirken können, aber wie, würde ich jetzt auch gar nicht groß drauf eingehen wollen. Das wird die Zeit bringen, wie positiv, negativ sich was auswirkt. In erster Linie kam jetzt der Danger Zone, also der Battle Royale Modus raus. Wichtiges Thema ist auch, dass Counter-Strike jetzt free to play ist. Das heißt, jeder kann das komplette Counter-Strike, auch normales Matchmaking, jetzt für umsonst kaufen. Ja, also bekommen. Es gibt jedoch einen Prime-Status, den kann man sich, glaube ich, für, ich weiß es nicht, 10, 11 € kaufen. Und alle, die bisher Counter-Strike quasi gekauft haben, haben jetzt hier so ein Loyalty-Badge bekommen. Und ganz wichtiger Punkt ist, alle, die bisher keinen Prime-Status hatten beim Spielen, ich weiß gar nicht, wie das jetzt hier aussieht. Also keinen Prime-Status hatten durch die Handy-Aktivierung, haben jetzt einen. Und das heißt, jeder kann sich das jetzt einfach dazu kaufen für die eben 10 oder 11, 12 €, diesen Prime-Status. Und ich bin mal gespannt, wie sich das jetzt auswirkt. Erstmal auf jetzt alle Accounts, die aktiv waren oder sind jetzt automatisch Prime. Das heißt, jeder Account, auf dem schon gehackt wurde oder gehackt wird, und jeder Smurf ist jetzt Prime. Und alle neu dazugekommenen, die jetzt kommen und Free-to-Play spielen, sind quasi nicht Prime, aber die können sich das ja auch dann eben einfach wieder kaufen für 11, 12 €. Ging jetzt natürlich schon wieder überall los. Viele Hacker werden kommen, Cheater werden kommen. Ich weiß es nicht. Wie gesagt, für so Prognosen will ich jetzt mich nicht drüber streiten. Könnt ihr mal in die Kommentare schreiben, was ihr davon haltet oder was ihr denkt, was kommt. Und ja, könnt ihr mal generell halten, was ihr sagen, was ihr von dem Spielmodus haltet. Und ich würde sagen, wir starten jetzt direkt mal rein, um das mal anzuschauen. Ich bin auf jeden Fall gespannt, was ich jetzt davon halten soll. Positiv oder negativ, weiß ich noch nicht. Ich habe mir schon ein, zwei Videos angeschaut. Wird auf jeden Fall einige neue Spieler wieder in Counter-Strike bringen. Wird jetzt nicht natürlich Fortnite oder PUBG vom Thron stoßen, kann ich mir nicht vorstellen. Ich denke, es hat aber eine gute Chance, sich zu etablieren auf dem Markt, einfach weil es halt Counter-Strike ist. Black Site, Danger Zone. Also man kann hier wohl einen Spawn auswählen. Kann auch, wenn man relativ früh rein spawnt, kann man schnell spawnen, beziehungsweise ja, eben sich gute Spots raussuchen. Ich weiß jetzt nicht, was ein guter Spot ist oder was nicht. Und jetzt ist Warm-up, okay. Man hat hier Fäuste. Man startet mit 120 HP. Und muss hier irgendwelche Boxen finden. Okay, keine Ahnung, was das bringen soll. Und kann sich hier eben Sachen sammeln. Komme ich hier hoch? Nein. Des Weiteren gibt es Geld, wo man sich dann hier quasi Sachen kaufen kann. Wie ist die Map? M ist Map, so ein Tablet quasi. Muss man mit Escape wieder rausgehen, komisch. Und es liegen hier eben Lootboxen rum, die man dann mit der Pistole, mit dem Knife aufbrechen kann. Bin auf jeden Fall schon gespannt. Man kann dann von den getöteten Spielern Waffen nehmen oder eben das Geld. Die Karte soll relativ klein sein. Ach, Tab ist die Karte auch noch. Okay. Überall, wo gelbe, diese Hexagons gelb sind, sind wohl Spieler. Also ich weiß jetzt noch nicht, was ich generell davon halten soll, dass man quasi ja sieht, wo die Spiele sind. Ich hoffe, ich habe das auch alles richtig verstanden. Wenn ich irgendwas Falsches sage, berichtigt mich bitte in den Kommentaren. Generell soll jetzt das Spiel soll sich schon extrem verändert haben. Also es ist jetzt nicht so, dass jetzt jeder, der in Counter-Strike total abgeht, automatisch in dem Modus auch abgeht, sondern dadurch, dass es eben so eine große Map ist, geht es halt jetzt nicht so, dass man hier wirklich jede Kante genau abaimen kann oder weiß, wo die Spieler kommen. Natürlich im Endeffekt schon, aber ihr wisst, glaube ich, was ich damit sagen will oder was ich meine. Holy shit, das ist sicher. Okay, da ist da oben.
Da schießt auch einer. Ich bin mal gespannt. Jetzt geht... Ne, es geht nicht los. Okay. Und was gibt's noch zu sagen? Also man kann, wenn man quasi spawnt am Anfang, wenn man sich den Ort raussucht, kann man auch einfach warten, bis quasi alle gespawnt sind und sich dann auch da ein Bild machen, quasi wo die Leute gespawnt sind und dann dementsprechend spawnen. Muss man dann für sich entscheiden, was Vor- oder Nachteil ist. In 7 Sekunden geht's los. Bin einigermaßen gehypt. Schreibt auf jeden Fall mal in die Kommentare, was ihr von dem Game Mode haltet. Generell von dem Patch natürlich. Und über den Daumen hoch freue ich mich natürlich auch. Es wird auf jeden Fall noch ein zweites Video geben. Ich werde jetzt einfach mal in Construction starten. Jeder landet jetzt quasi an seinem Punkt mit einem Helikopter. Man kann den Landepunkt etwas variieren. Mit so ein bisschen Strafen, ist wohl etwas gewöhnungsbedürftig. Ja, ich werde auf jeden Fall nachher noch ein paar Kisten aufhebeln. Einfach, weil ich wie immer hoffe, dass ich am Anfang ein bisschen Glück vielleicht habe, wenn noch nicht alles Gute gezogen worden ist. Das ist jetzt hier direkt zu der Box, ich glaube. Okay. Also man kann es hier so ein bisschen beeinflussen, aber es ist... Ah, ich brauche Weapons oder Tools, na toll. Kann ich runter. So, was liegt denn hier? Ich muss erstmal ein bisschen gucken. Arm und Helm, das ist schon mal nicht schlecht. Ich kenne mich jetzt natürlich hier noch nicht so wirklich aus. Wo kriege ich denn jetzt ein Tool her? Was ist das? Munition? You need a gun to refill ammo. Also kannst du für jede Waffe quasi an so einer Ammo-Box aufsammeln. So, ist hier jetzt irgendjemand? Holy shit, was war das? So, ich kaufe mir jetzt einfach mal ein Knife. Habe ich jetzt ein Knife? Ah, okay. Das ist auch ein neues Feature. Die Drohne bringt mir jetzt quasi eine Box. Da oben ist einer, scheiße. Und damit gibt man quasi seinen Standpunkt preis, weil die Drohne jetzt hier irgendwo herfliegen wird. Und dann muss ich die Kiste quasi öffnen. Da oben ist einer. Ich hoffe, da kommt jetzt die Drohne. Und da kriege ich jetzt halt gerade mal ein Knife raus. Jo, damit kann ich jetzt unten diese Box öffnen. Das war mein Plan. Aber... Wo ist die Box? Auf die... Hat die jetzt schon jemand geöffnet oder bin ich blind? Ne, die stand oben, oder? Ah, hier war die. Total offen natürlich. Oh, eine MP7. Es gibt beschränkte Munition, aber hier war irgendwo eine Munitionskiste, genau. Nice. Muss man draufbleiben. Für jede Kugel. Des Weiteren gibt es so random Missile Shots irgendwie von so einer, von so einem Stützpunkt. Der schießt quasi dann auf die Karte und das sind halt so... Bringt das was? Nee. Okay, der erste ist down. So, vielleicht der von hier oben. Glücklicherweise hatte der auch noch keine Waffe. Was macht die jetzt? Okay. Hat er mir jetzt random eine Pistole gebracht oder war die von jemandem? Ich kann Hostages hier befreien. Okay, keine Ahnung, was das bringt. Vielleicht Punkte, Geld, keine Ahnung. Hier ist noch ein Knife. Ich will jetzt mal eben gucken. Ich bin hier relativ... Kann ich hier Munition kaufen? Weiß ich noch nicht so genau. Jetzt warten wir mal ab. Ein bisschen Schuss haben wir noch. 25 Schuss und die P250 noch. Bin sogar gewillt, erstmal mit der P250 erstmal rumzulaufen. Also Feeling so ist schon nice auf jeden Fall. Es fühlt sich auch so natürlich ein bisschen an wie Counter-Strike. Oh nee. Die abgesägte Schrotflinte will ich nicht spielen. Aber es hat so einen gewissen Nebeneffekt, also es fühlt sich echt lustig an. Ich bin echt mal gespannt, was ihr so von dem Spiel haltet und wie sich das Game einfach auch etablieren wird. Oh, hier ist ein Bunker. Hier muss doch nicer Shit drin sein, ja. Oh, eine Granate. Nice. Oh, hier geht's ja richtig runter.
Flashbang. Wir haben ein bisschen Zeug. Die Zone wird jetzt auch irgendwann kommen. Okay, das ist hier so auch witzig. Also das kann man werfen und dann in die Luft jagen quasi. Holy, ich komme nicht hoch. Also wie kennt man aus Battlefield? Ist es jetzt, kann ich am ehesten noch, dass die Leute da wissen, wie ich das meine. Also das kann man werfen und dann mit dem Trigger quasi explodieren lassen. So, wo kommt denn jetzt die Zone? Okay, hier kommt die Zone. Hier ist irgendwas, wo Geld ist. Oh, da ist ein Torrent. Der schießt, glaube ich, auch auf einen. Ich kann jetzt einfach nochmal quasi mit dem Parachute, habe ich jetzt mehr Munition für die? Jo, nice. Mit dem Parachute nochmal starten mit Game, wenn ich das richtig verstanden habe. 5 Enemies noch. Smoke. Introducing new supplies to the experiment. Bin echt ein bisschen gespannt. Three enemies remaining. Wurde schon jemand gestorben? Gelootet wurde hier auch schon. So, wir gucken auf der Map. Da ist ein Airdrop. Hier hinten müsste aber dann theoretisch ja auch noch jemand sein. Hier ist Geld. Wir haben 2400. Da hinten war eine Box, glaube ich. Also ich muss sagen, es macht jetzt schon Bock. Es läuft gut, es läuft irgendwie, da hinten ist einer. Ruckelfrei. Einfach mal eine Nate hingeballert. Der wird hier drin sein, oder? Gib mir dein Geld. Was hatte der für eine Waffe? Hammer, CZ brauche ich nicht. Geld hätte ich gerne. Hier gibt es mir das Geld auch noch. So, 2 Enemies. Die müssten da hinten sein. Dann gehen wir mal in die Richtung. Ich kann gleich nochmal schauen, ob ich mir vielleicht noch kurz was kaufen kann. Oh, für eine Galil fehlt aber noch was. Da ist noch eine Kiste. Die schauen wir mal kurz an. Ah, okay. Keinen Fall Damage bekommen. Oh, hier ist die Crate. Naja, brauche ich nicht. Okay, da hinten ist der Supply Drop. One enemy remaining. Wo ist der jetzt? Bei dem Supply Drop oder hier anliegend. Der wird den wahrscheinlich abcampen. Also das Letzte, was ich jetzt machen werde, ist zu diesem scheiß Supply Drop hin zu rennen. Ich sehe ihn auch gar nicht mehr schon derzeit. Steps höre ich auch keine. Wenn man der Karte glauben darf, ist der auch dann hier irgendwo. Oder läuft der weg oder was? Okay, hier unten ist ein Airdrop. Oh, da kommt die Zone. Mich wird jetzt eine. Okay. Holy shit. Komm, komm, schnell Munition. Was blinkt hier so? Wo ist der da hinten im Eck? Also muss dann ja auch langsam hierher kommen. Weil er auch von der... Alter, verpisst sich in die Richtung. Machen wir die Nummer jetzt. Map ist so auch relativ ausgewogen. Könnt ihr mal schreiben, was ihr von der Map haltet. Und es läuft wirklich smooth, also es ist gut. Es läuft nicht irgendwie laggy oder sonst irgendwo, was ich befürchtet habe. Es sind auch nicht zu viele Spieler drauf. Da vorne ist er. Nein, Baum. Komm, 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 komm. Da ist eine Geißel, die will ich jetzt aber nicht haben. Wo ist der jetzt hin so schnell? Da drin bestimmt. Holy shit, wir haben gewonnen, Mann. Nice Scheiße, Alter. Holy fuck, ist das laut. Ah. Holy fucking shit, warum ist das so laut, Alter?
Fuck. Okay, nice. Direkt mal reingelackt und gewonnen. Okay, dann sage ich mal, vielen Dank fürs Einschalten. Gebt dem Video einen Daumen hoch, wenn ihr noch mehr sehen wollt. Abonniert den Kanal, wenn ihr Bock drauf habt. Schreibt in die Kommentare, was ihr davon haltet. Und dann sage ich, jo, vielen Dank fürs Einschalten und bis zum nächsten Mal. Ciao.